Shalom und guten Morgen, liebe Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir werden jetzt unsere Parascha, unsere Abschnitt befindet sich im Buch Numeri Bamidbar, Kapitel 22, Vers 13. Gestern haben wir die Geschichte von Balak angefangen. Heute werden wir es weiterlesen. Ein bisschen Hintergrund, bevor wir in den Worten der Torah es sehen werden. Balak war ein König. Er war der König von einem Land namens Moab. Balak hat sehr Angst. Und warum hat er Angst? Weil die Juden sind nah und sie sind sehr nah an sein Land. Sie sind in einem Nachbarland und sie haben schon zwei komplette Völker zerstört und zerschmettert. Und jetzt hat er Angst, dass sein Volk die nächste Opfer sein werden. Balak hatte eine gute Idee. Bilam kann ihm helfen. Wer war Bilam? Bilam war ein Meisterflücher, ein Experte in Leute zu verfluchen. Er war bekannt damit. Es war bekannt, wenn jemand verfluchen will, soll man Bilam anrufen. Bilams Flüche haben immer funktioniert. Dafür war er bekannt, einfach Menschen zu verfluchen. Dann schickt Balak Boten, Leute, die zu Bilam gehen sollen und ihn zu fragen, ob er die Juden verfluchen kann. Bilam sagt ihnen, bleibt bei mir eine Nacht, übernachtet bei mir, ich muss darüber nachdenken, ich kann euch eine Antwort nicht sofort geben. Und mehr wichtig, ich muss Gott fragen. Ich will sehen, ob Gott damit zufrieden ist oder nicht. Ohne ein Ja von Gott kann ich für euch gar nichts machen. Dann kommt Gott zu Bilam in der Nacht und sagt zu Bilam, du sollst auf keinen Fall die Juden verfluchen, weil das jüdische Volk ist ein gesegnetes Volk. Und so ein Volk soll man nie verfluchen, sie sind heilig und gesegnet. Okay, das war alles gestern, das war die Geschichte bis jetzt gestern. Heute geht es weiter in dieser interessanten Geschichte. Jetzt sind wir gespannt, was passiert als nächstes. Gott sagt nein, du sollst auf keinen Fall die Juden verfluchen. Und Gottes Wort ist heilig und man muss immer Gott zuhören. Aber andererseits gibt es Balak. Und Balak will unbedingt, dass die Juden verflucht werden. Er ist bereit, alles zu machen dafür. Er hat keine andere Option und er macht Druck. Er macht richtig Druck auf Bilam, dass Bilam soll kommen und die Juden zu verfluchen. Dann was wird Bilam entscheiden? Die Juden zu verfluchen oder nicht? Will er Gott zuzuhören oder Balak? Dann lasst uns sehen, das werden wir heute erfahren in Parashat Balak, Buch Numeri, Kapitel 22, Vers 13 nochmal. Okay. Vers 13. ויקם בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי אין אדוני לצאתי להלוך עמכם. Und am nächsten Morgen, nachdem Bilam mit Gott gesprochen hatte, wacht er auf und die Boten von Balak sind schon da. Aus Stress konnten sie die ganze Nacht nicht schlafen. Sie sind auf Spilkes, wie man auf Jiddisch sagt. Weil bald wird es zu spät und die Juden werden kommen und das Land erobern. Sie sind sehr nervös. Und endlich kommt Bilam aus seinem Zimmer und was sagt er? Was meint ihr? Nein! A big fat no, wie man auf Englisch sagt. Es tut mir leid, aber ich kann die Juden nicht verfluchen. Das kann ich einfach nicht tun. Gott lässt mich nicht, Gott will nicht, dass ich mit euch gehe. Also bitte geht zurück in eurem Land und lasst mich in Ruhe. Ich kann nicht kommen, um die Juden zu verfluchen. Sorry, es tut mir leid. Gott sagt nein, dann ist es nein. Und die Boten, diese Leute von Balak, sind jetzt sehr nervös. Sie haben eine ganze Nacht nicht geschlafen. Okay, nein, das ist Spaß. Das habe ich erfunden. Aber wahrscheinlich so war es, weil so nervös waren sie. Wenn man so eine wichtige Mission hat, kann man nicht schlafen. Okay, auf jeden Fall sind die Boten sehr nervös. Vor allem auf was Balak jetzt sagen wird, wenn sie ihnen erzählen, dass Bilam nicht kommen wollte, um die Juden zu verfluchen. Okay, dann lasst uns sehen, wie Balak darauf reagiert hat, wenn er herausfindet, dass Bilam der Meisterflücher, Verflucher, was auch immer, nicht kommen will. Vers 14 in den Worten der Torah. Vayikumu sarei ma'a vayavo el Balak. Vayomu me'en Bilam alochimanu. Und die Boten, diese Leute, kommen zurück zu Balak und sie sagen, Bilam will nicht mit uns kommen. Sagt Balak, was? Bilam will nicht kommen? Ihr seid gar nichts wert. Wer seid ihr? Ich schicke bessere Leute als euch. Er hat keine Angst vor euch. Er will nicht mit euch kommen. Ihr seid wie kleine Kinder in seinen Augen. Natürlich will er nicht mit euch kommen. Jetzt werde ich meine Jungs, meine starke Jungs schicken zu Bilam. The Gang, die Bande, sie sind wichtige Leute. Sie werden Bilam an seinen Ohren hierher bringen. Nein, Spaß, wenn er nicht kommen will, wartet ab. Ihr werdet sehen, was für Sachen meine Jungs, meine starke Leute machen können. Mit meiner Elite spielt man nicht herum. Ihr werdet sehen. Okay, genug gelabert. Lasst uns das in den Worten der Torah sehen. Vers 15. Bei Yosef al Balak shalach sarim rabim nichbadim ele. Dann schickte Balak andere, weitere, noch eine Gruppe nach Bilam. Und diese Leute waren viel besser und viel wichtiger als die erste Gruppe. Okay, was ist jetzt passiert?
Balak schickt Leute zu Bilam, um ihn zu bringen, um die Juden zu verfluchen. Bilam sagt nein. Warum nein? Weil Gott ihm gesagt hat, dass er das nicht machen soll. Und er hört zu. Gott sagt etwas, er hört zu. Dann will jetzt Balak noch bessere, wichtigere Leute schicken, um Bilam zu überzeugen. Dann mal sehen, was ist passiert. Wird Bilam kommen oder nicht? Seid ihr gespannt? Ich auch. Dann lasst uns weiterlesen. Vers 16. Vayevo el Bilam vayomru lo ko amar Balak ben Zippor al nati manama aloch elai. Die zweite Gruppe kommt zu Bilam und sagen zu ihm, so sagt Balak, der Sohn von Zippor, der König von Moab. Bitte zögere dich nicht, zu mir zu kommen. Was? Du willst eine Belohnung? Willst du Geld? Willst du Kuvit? Willst du Ehre? Kein Problem, alles gut, komm einfach und du bekommst alles, alles, was du willst, wirst du bekommen. Alles, was du machen musst, ist nur zu mir kommen und für mich einfach die Juden verfluchen und das war's. In den Worten der Torah, Ki chabedach abdecha meod, v'chol asher tomar elai yaseu lecha na'akavali et amase. Ich werde dich sehr ehren, was du willst, werde ich dir geben. Alles, was du tun musst, ist nur etwas Kleines, ist zu mir zu kommen und das jüdische Volk zu verfluchen. 2 Minuten, einfach nur ein bisschen verfluchen und fertig und das war's. Und du bekommst von mir, was du willst. Ich gebe dir, was du willst. Nur 2 Minuten verfluchen. Und jetzt, was glaubt ihr? Ist Bilam jetzt überzeugt? Will er jetzt kommen? Also so ein Deal zu verweigern ist ein bisschen schwer. Come on, das ist aber ein super Deal. 2 Minuten verfluchen und das war's. Man bekommt eine große Ehre, man bekommt was man will, man bekommt eine große Belohnung von dem König von Moab. Dann warum würde jetzt Bilam eigentlich nein sagen? Und dafür gibt es eine Antwort und das ist Gott. Vers 18, Vayan Bilam vayomer el avdei Balak, im iten li Balak melo beto kesef zav lo uchal lavor et pi Adonai Elohai, lasot ktana o gdola. Da antwortete Bilam und sagte zu den Dienern von Balak, auch wenn mir Balak jetzt dein Haus voll mit Silber und Gold gegeben hätte, wäre ich trotzdem nicht gekommen. Und warum? Gott. In ein Wort, Gott. Gott hat mir gesagt, das nicht zu tun. Und das Wort Gottes geht über alles. Gar nicht, was du mir jetzt geben werdest. Du kannst mir alles in der Welt geben. Millionen und Millionen. Du wirst mich nicht überzeugen, zu dir zu kommen und die Juden zu verfluchen. Warum? Weil Gott mir Nein gesagt hat und Gottes Wort geht über alles. Und ich glaube, von Bilam in dieser Geschichte können wir etwas sehr Starkes lernen in unserem Leben. Eine sehr starke Lektion. Stimmt, Bilam war wirklich kein Zadik. Wir werden bald sehen, dass eigentlich hat er nicht Gott zugehört am Ende der Geschichte. Aber trotzdem können wir etwas von jedem Mensch lernen. Was können wir von Bilam lernen? Wir können lernen, dass wir haben ein Ebeste, wie man auf Jiddisch sagt. Das bedeutet, wir haben einen Gott. Und von Gott haben wir Gebote bekommen. Was sollen wir tun und was nicht? Mitzvot und so weiter. Egal, wo wir sind, was wir tun, ist Gott da mit uns und auch seine Mitzvot. Und manchmal kann es sehr schwer sein, Gottes Gebote zu halten, Gottes Mitzvot zu halten. Man wird versprochen, nur 2 Minuten am Shabbat zu arbeiten und man bekommt Millionen. Nur zwei Minuten an Shabbat, big deal. Nur ein Stück unkoscheres Essen, nur ein Tag ohne Tfilin, Gott verhüte. Was ist so schlimm daran? Aber ihr werdet bemerken, dass ein Jude, das wirklich an Gott glaubt, ein gläubiger Jude und alle seine Gebote folgt, mit vollem Herzen, sowas wird ihm nie passieren, 2 Minuten am Shabbat zu arbeiten, ein Tag ohne Tfilin, ein kleines Stück Unkoscheres zu essen, solche Sachen passieren einfach nicht. Du kannst zu ihm kommen und Millionen versprechen, Gold und Silber, schöne Häuser und Autos, nur alles was er machen muss, ist 2 Minuten am Shabbat zu arbeiten. Ein wirklich gläubiger Jude wird das nie machen. Und warum? Weil er versteht, dass es etwas gibt, das viel, viel höher ist als alle schöne Autos, alle schöne Häuser, mehr als das ganze Geld der Welt. Viel, viel höher, so hoch, dass man nicht mehr vergleichen kann. Und was ist das? Das ist Gott. Und Gottes Wort geht über alles. Und das ist eine wunderbare Lektion, etwas, das wir im täglichen Leben ein bisschen schwer finden. Stimmt, alle finden es ein bisschen schwer, aber jedes Mal, dass wir uns in so einer schwierigen Situation befinden, wenn es zwischen Millionen ist oder Gott, ja, es ist schwierig, manchmal hat man so ein gutes Deal,
Man kann einfach nicht Nein sagen, aber eine Sache sollen wir uns immer bemerken, dass es etwas gibt, das viel, viel höher ist als alles andere, und das ist Gott. Wir haben einen Gott, der uns erschaffen hat, einen Gott, der unsere Welt führt und alles in der Welt führt. Jede Minute, jede Sekunde ist Gott da mit uns, und dieser Gott sagt uns, was zu tun und was nicht zu tun. Und sein Wort geht über alles, alles in der Welt. Und wenn man so ein Leben lebt, mit Gottes Wort, einfach mit Gottes Wort, alles, was Gott sagt, tut man, alles, was Gott nicht sagt, tut man nicht, und man macht keine Ausnahmen, keine Ausnahmen, dann so lebt man wirklich ein Leben voller Glück, voller Freude und voller Bedeutung, was heutzutage so, so wichtig ist. Einfach Bedeutung im Leben zu haben. Okay, lasst uns weiterlesen. Zurück zu der Geschichte von Balak und Bilam. Was passiert als nächstes? Vers 19. Bilam sagt jetzt zu der zweiten Gruppe, also es gab eine erste Gruppe, jetzt zu der zweiten Gruppe: Ich kann nicht kommen, Gott will nicht. Aber wisst ihr was? Bleibt hier eine Nacht, übernachtet hier bei mir zu Hause. Vielleicht wird Gott mir jetzt etwas anderes sagen, vielleicht wird er seine Meinung ändern. Mal sehen, man weiß nie. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם נקרא לך באו אנשים קום לך איתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. Gott kommt zu Bilam nochmal in der Nacht. Und was sagt Gott? Aha. Gott sagt: Geh, geh. Was, Bilam kann gehen, die Juden zu verfluchen? Nein, aber jetzt kommt das große Aber. Gott sagt zu Bilam: Du kannst gehen, aber alles, was ich dir sage zu tun, wirst du machen. In anderen Worten, ich verstehe. Sie machen dich mischugge, sie machen dich verrückt. Sie wollen unbedingt, dass du kommen sollst. Ich bin damit nicht zufrieden. Du sollst wissen, ich bin wirklich damit nicht zufrieden. Aber gehe, wenn du so willst. Wenn du wirklich willst, dann kannst du gehen. Aber ich will das nicht. Das sollst du wissen. Und Bilam ist trotzdem gegangen, weil er sich gedacht hat, ich werde schon gehen. So werden sie mich endlich in Ruhe lassen. Sie machen mich verrückt. Und vielleicht auf dem Weg werde ich Gott fragen und Gott wird zustimmen, dass ich die Juden verfluchen kann. Also eigentlich hat das keinen Sinn. Weil warum soll jetzt Gott seine Meinung ändern, wenn er bis jetzt Nein gesagt hat? Das macht keinen Sinn. Aber so fühlt sich Bilam ein bisschen besser. Okay, weil er kann Bilam bei Boker, weil er Boschetatonau, weil er Lechim Sarei Moav und